Hallo, 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 ich wollte anfangen. Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Wir fahren gerade über eine Brücke auf die Insel Krk in Kroatien. Und on the road ist natürlich immer unterwegs und wir haben wieder ein tolles Thema. On the road ist unterwegs, das ist ja der Hammer. Genau. Zeig doch mal gerade hier aus dem Fenster raus. Guck, gut, also wir fahren gerade über die Brücke. Das hier ist so die Brücke nach Krk. Sich das anhört. Krrk, krrk. Guck mal, mach mal hier das Fenster. Da, krrk. Guckt euch das mal an. Das ist doch schön, Mensch. Da. Ja. Da könnt ihr es sehen. Da hinten seht ihr das Festland. Und wie gesagt, wir jetzt auf dem Weg nach Krrk. Krrk. Gleich sind wir in Krrk. Ja. Thorsten ist übrigens auch da. Sag mal hallo, Thorsten. Hallo. Ja. Sehr schön. Wir brauchen Thorsten eigentlich gar nicht. Ich nehme dieses Hallo auf und dann holen wir uns so eine Schaufensterpuppenhand. Genau. Mit so einem Seilzug machen wir Hallo. Hallo. Genau. Was hast du für ein Thema mitgebracht? Ich habe mitgebracht eine Frage, die ich von dir gerne beantwortet haben möchte. Und zwar, warum wurde im November 1898 im Londoner Kaufhaus Harrods Cognac an die Kunden ausgeschenkt? An die Kunden? An die Kunden. Kostenfrei. Nein, die mussten alle dafür bezahlen. Ja, Werbemaßnahme wird es wahrscheinlich nicht gewesen, das wäre zu einfach. Das ist korrekt. Ja. Also indirekt war es eine Werbemaßnahme, aber genau. War es eine Guerilla-Werbung? Eine Guerilla-Werbung? Guerilla-Werbung? Nein, es Guerilla. Guerilla? Nein, war keine Guerilla. Nein. Nee, war keine. Okay. Das heißt also, Cognac wurde ausgeschenkt, weil die Kunden von dem Cognac überzeugt werden sollten? War der Cognac eigentlich das Produkt? Nein. Cognac war nicht das Cognac Produkt. War nur Mittel zur Wahl. Mittel zur Wahl. Die sollten alle. Ich weiß. Die sollten alle einen Fahrtest machen. So einen Alkoholtest machen sozusagen. Da war ein Test. Nein, also es hat nichts mit dem Test zu tun. Es hat was mit Fahren zu tun, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Und es ging um eine Weltneuheit, die da vorgestellt wurde. Besoffen fahren umsonst! Und die Kunden sollten dazu gebracht werden, diese Weltneuheit auszuprobieren und der Cognac sollte dabei helfen. Die Welt? Also war es wichtig, dass die alkoholisiert waren, die Kunden? In dem es hat bei vielen Kunden wahrscheinlich geholfen. Eine Weltneuheit? Diese Besoffenbrille gab es da irgendwie. Gab es diese Besoffenbrille? Oh mein Gott, du meinst die, die du dein ganzes Leben lang aufhast oder was? Nein, keine Besoffenbrille. Hä? Eine Weltneuheit und die hat danach auch Einzug erhalten, peu à peu natürlich, aber danach in sämtliche andere Kaufhäuser. Also ich kenne kein Kaufhaus, das das nicht mehr hat. Eine Rolltreppe. Oh, der Thorsten ist auch da. Ah, die Stimme aus dem Off. Was hast du gesagt? Eine Rolltreppe. Eine Rolltreppe? Und da hat der Thorsten recht. Wenn er mal was sagt, dann ist es meistens was Dummes, aber diesmal hat er was richtig. Wie eine Rolltreppe. Genau. Ja, die erste Rolltreppe wurde eingeführt und dann wird sich die Leute trauen, da mitzufahren. Ach, damit sie sich trauen, mitzufahren? Genau. Ja, logisch. Damit die Leute da beruhigt werden und auch damit die Angst davor verlieren, weil es war ja die erste Rolltreppe auf der ganzen Welt, haben die im Kaufhaus. Wann war das denn? Habe ich doch gesagt, 1898. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es 1800 war. Ach so. Genau. Cool. Ja. Mensch, auf der Insel Krk haben wir mal wieder was rausgehauen. Guck mal hier, Paulaner. Ja. Was? Also, ja. So. Genau. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, bis zur nächsten Folge on the road. Mal gucken, wo wir da sind. Genau, bis dann. Ciao.